Ja. Pietätlo. Alle zum Scannen, jetzt sofort. Ja, es war Captain, ganz klar, ganz klar. Ganz sicher nicht. Ganz sicher mal. Die Leiche. Die Leiche liegt in Laboratory vor der Rakete. Da bin ich auch noch okay. Hingelatscht. Melaine und Punisher, da ist doch gerade jemand in den Decon zu Specimen rein. Fuck, ja, wer ist mit mir? Wer ist mit mir da drin? Wer ist mit mir da drin? Oh mein Gott, ich hab die Frau vergessen. Ich, aber ich hab die sag schnell, bei dem Fernglas musste ich die. Boah, warte, ich muss die Musik leiser machen, holy shit. sorry. Ich habe die Planeten da gesucht. Ich hatte den grünen Planeten, den kleinen. Was hast du für eine Aufgabe in Specimen gehabt? Gar keine. Ich bin runtergegangen, weil Licht aus waren. Ich wusste, ja gut, geh ich runter, dann passiert mir nichts. Ich habe als letztes, ich bin reingekommen mit Pink und mehr habe ich auch nicht gesehen. Dann halt war ich mit Cian in der Dusche, dann ist mir runtergegangen. Cian stand, glaube ich, am Download. Nee, sortieren. Oder am, okay, sortieren. Ich bin ja ganz froh, dass ich nicht mit Punisher allein war, Kürbiskind, weil der bringt mich da gerne um in der Ecke beim Scan. Oh, ja, aber du bist, by the way, safe, also da stand waiting for Milling. Also, wer kann sich helfen? Na toll, sag das doch nicht so laut. Mich wo waren tot. Wo waren Milane und Punisher? Ja, Milane, Punisher und Kürbiskind standen gerade am Metscan, aber ich bin die Einzige, die sich, glaube ich, gescannt hat. Also wenn der Film uralt ist, ich habe Reen jetzt gerade vor kurzem noch in O2 gesehen. Ja, ich bin am Anfang runtergelaufen zu der Eulvanor, die zwischen O2 und Comms ist. Da stand Gelb schon und als ich fertig war, stand Gelb immer noch da. Dann bin ich runtergelaufen. Ja, ich habe das Labyrinth verkackt. Ich habe länger gebraucht. Kann ich nochmal erfahren, wo ja, ich bin O2 reingelaufen. Der Kill war in Lab. In Lab bei der Rakete am Anfang. Die drei am Medbay-Scanner, also die ganze zusammen, auch als die Lichter aus waren, könnt ihr euch so... Ja, also wir drei, also zumindest Kürbiskind und ich, dann glaube ich zusammen. Warte mal, ich glaube, dann haben wir es. Wir haben es schon. Reen? Ja. Okay, ich glaube, du bist Crewmate. Punisher, Milane, Kürbiskind können sich Medbay prüfen. Warte mal, Kyo hört sich auch so an, als ob sie Crewmate wäre. Sonst hätte sie irgendwas erfunden in Specimen, dann hätte ich sie auseinandergenommen, weil ich gesehen habe, dass sie nichts gemacht hat. Dann muss es eigentlich Captain und was ja, ich bin sein, für oder? Captain. Also Captain ich bringt Michael immer um in der ersten Runde. Ich bin am Anfang straight runter. Was ist mit Jens Spahn? Hat jemand gesehen, wann er gestorben ist? Oder Gelb ist auch noch nicht safe, oder? Nee, Molle ist sowieso nicht safe. Aber Gelb-Rot-Orange. Lass mal warten jetzt. Ich will ja nur erwähnen, Milane, da gab es noch eine andere Runde, wo er als erstes gestorben war. Da war ich auch nicht der Killer. Nein. Nee, wir müssen voten jetzt. Lass mal voten jetzt. Warum? Wir sind doch wir müssen gar nicht. Wir können schon mal einen schießen. Es muss einer von denen sein. Einer von den drei. Ja, oder ich du, oder? Was hast du denn gelernt? Ich bin gerade einfach so. Warte bitte mich raus. Wer geht denn Lifelines so früh? Ich. Immer wenn Pflicht aufgeht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Na klar macht es Sinn bei Lightout.
Oha, welche Ratte? Oha, ich hab die Wasserräder gemacht, beide. Hab dieses Wasserdings auch geführt. Da liegt die Leiche einfach bei den Wasserrädern. Ich hab nicht hingeguckt. Jonathas. Wer war für die erste Runde Sass außer Q? Jens wollte, dass Captain fliegt. Let's go. Ich war wollte, dass du oder Captain, hat er gesagt. Warte mal. Ich war an den Camps gewesen. Ja gut, du kannst ja runterwenden. Also, ja. Aber die Camps waren angewiesen die ganze Zeit. Captain, hast du jemanden? Ja, wo lag die Leiche genau? Vor dem rechten Wasserrad. Hast du gesehen? Und wo warst du? Gerade? Ich war an dem Wasserding, wo du das auffüllen musst und dann nachher in Edmund, ach nee, in diesem, in dem, an dem Table auffüllen musst wieder. Ich war in dem Task. Du warst in O2 du unten in dem Task, hast aufgefüllt, da war niemand und danach war die Leiche neben dir. Ich habe niemanden gesehen. Ich stand in der Task. Ich gehe raus und dann sehe ich den Report-Button. Ich suche so die Leiche und ich habe die erst nicht gesehen, aber die war genau hinter dem Wasserrad. Könnte das denn doch ein Safe-Report sein? Nee. Also die Leiche ist halt super frisch. Also sehr frisch auf jeden Fall, weil ich war gerade in Lifelines. Ich bin dann rübergelaufen zu Comps und ich bin noch nicht in den Eingang rein, da war der Report schon. Und Gott sei Dank, sonst wäre ich wahrscheinlich tot in Comps. Aber gut, also ich bin auf jeden Fall noch in Comps. Und nicht tot. Was denn ist so? Captain, hast du jemanden, du warst die ganze Zeit in Camps, hast du gesagt, hast du jemanden noch reinlaufen sehen, außer mich? Nein, ich habe nur jemanden aus Admin rausgehen sehen. Achso, du warst sondern, na gut. Wer kann sich proben? Ich war ein Specimen mit Punisher. Das kann ich bestätigen, ich habe euch da runterlaufen sehen zumindest. Ja, der war ein bisschen vor mir dann am Ende so. Der ist vor mir durch den Oberdikon gegangen, also der fällt raus für mich. Aber ewig weit weg von O2. Wo ist Rot? Wie heißt es? Sturridge. Zuletzt halt, wo... Da, bis du Report gemacht hast, ja. Ja, mies. Ja. Aber ich war halt vor Orange in Camps, aber ich hatte dann, also danach bin ich schon weggegangen, dann müsste nach mir Orange dann in die Camps gegangen sein. Na, also ich, für mich ist es immer noch Captain. Wo warst du, Captain? Wieso sollte, hätte ich jetzt Jens umgebracht, wieso sollte ich zugeben, dass ich bei den Camps war? Das wäre selten dämlich. Mal ehrlich. Gell. True. Ich finde das mit Rot und Storch auch ein bisschen komisch. Wer war jetzt nochmal Deacon? Punisher. Punisher und ich, also grün und rosa. Braun? Braun? Ja. Ah ja, alles klar. Ich muss sie, sie schießt zu hart auf mich.
Ich wurde gekickt. Nice. Ja. Unlucky. Guten Tag. Ich glaube, da liegt ein Fluch auf uns, dass immer die Imposter rausfliegen. Eine Frage. Meinst du? Eine Frage. Eine Frage. Jens? Jens ist doch tot, oder? Ja. Tot, warum ja, steht er bei mir an Office rum? Ja, man weiß es nicht. Das ist ein Bug. Du hast immer noch diesen Bug. Okay, pass auf. Du siehst tote Menschen. Okay, folgendes. Einer ist ja rausgeflogen, ne? Ja, egal. Ich habe auf jeden Fall den Punisher am Admin Table gefunden, ja? Und ich kam von Electrical, da war Kürbiskopf und an der Tür raus aus dem Komplex kam mir Captain entgegen. Ich nehme mal an, auch, also nicht Electrical, ich weiß Security, sorry. An den Cams kurz gucken, da stand Kürbiskopf in der Ecke. Und dann bin ich rausgelaufen und dann kam mir Captain entgegen und dann bin ich runter ins Office gelaufen. Und zu Lifelines. Und auf dem Weg zu Lifelines in Office habe ich noch gelb, so ganz am Rand meines Lichtkegels gesehen. Ich habe bei Lifelines, habe gesehen, erst, ich war Lifelines. Ist tot.
Und dann bin ich runtergelaufen zum Admin-Table, um zu gucken, wer wo ist. Und dann habe ich ihn da gefunden. Also aus meiner Sicht ist es gelb. Also ich stand in Lifelines, das stimmt. Aber also ich stand da drin. Ich stand in Lifelines, du bist vor mir gelaufen, das habe ich gesehen. Also ich bin reingegangen, also ich kam von oben runter, ich bin reingegangen, ich habe noch kurz über, also um den, bin noch oben auf den, ich kam runter von Electrical. Dann habe ich noch in Communications reingeguckt und in Weapons, nicht in Communications, sondern Weapons reingeguckt. Dann bin ich Office, bin da einmal um den Tisch gelaufen, habe geguckt, ob da vielleicht jemand tot ist. Dann bin ich in Lifelines, habe gesehen, Pink ist tot, dann wurde reported. Können wir uns eigentlich sicher sein, dass es nur ein Imposter ist oder zwei? Nö, weil bin ich nicht. Ist ja noch... Theoretisch nicht, aber ich meine, die Kills fallen so langsam. Also ist schon... Aber meinte nicht... Milane gerade, dass irgendjemand, der rausgeflogen ist, neben mir am Admin-Panel stand, gerade? Ich habe gar nichts gesagt. Wer hat das gerade gesagt mit dem... Ich habe überhaupt nichts gesagt eben. Wer sind die toten Menschen? Das ist doch Milane. Nee, das Captain. Ja, ich bin nicht... Ach, Captain. Kyo ist rausgeflogen. Es geht nicht darum, wer rausgeflogen ist, sondern die Person, die meinte, ich hab die tote Person gerade noch Jens Spahn am Admin-Table stehen sehen. Ja, es ist Captain. Ist doch vollkommen egal jetzt. Ja, er steht lebendig da. Er steht einfach lebendig da. Das ja, das heißt ja, dass sie am Admin-Table war. Das will ich. Ich hab ihn halt dort gequost. Ich wurde immer noch Captain. Ich bleib da auch bei. Oh. Ich hab Voting verpasst jetzt für lauter sowas. Ja. Ich hab den gecrossed, wo das Licht dann noch an war. Ja, ich ist okay. Da. Okay, war schneller. Er steht halt bei mir immer noch da am Admin-Table. Wollte mich jetzt echt wegen einem Bug rausvoten? Das wäre echt assi. Das wollte ich jetzt damit gar nicht sagen. Ich meinte nur, dass du gerade eben wohl am Admin-Table standst und da wurde Zeit auf die Leiche gekommen. Okay, aber Ding warum ist das relevant für den Kill an Rosa? Darf ich jetzt mal kurz was sagen? Ich stande mit einer Gruppe Leute an Lifelines. Es müssten Milane gesehen haben, es müsste Gelb gesehen haben, es müsste Grün gesehen haben. Rot, wenn ich mich recht erinnere. Oder sind wir immer zwischen Lifelines und Admin-Panel gependelt. Dann ging das Licht aus und dann bin ich immer in deiner Sicht, Molle, aus Admin mit dir rausgelaufen. Und dann Richtung Elektro, wo ich dann noch jemanden gecrossed habe. Und seitdem bin ich mit Kürbis Kind in Security gewesen. Wie bitte soll ich da den Kill gemacht haben, wenn ich immer von irgendjemand gesehen worden bin? Willst du mir echt einen Kill anhängen? Ja, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, das Kürbiskind mit Security? War Captain mit dir in Security jetzt gerade am Ende die ganze Zeit? Ja. Vielleicht sind wir es ja beide. Auch möglich. Wenn er jetzt grün gewotet. Dann würde ich aber gerne wissen, wenn wir es beide sind, wie du den Kill gemacht hast, Kürbiskind. Magic, einmal hingeportet und zurück? Das kann ich dir da erklären, wie ich den Kill gemacht habe. Aber jetzt nicht. Wen hat jetzt grün gewotet? Lass euch überraschen. Ganz ehrlich, ey. Ich bin echt ein bisschen überfordert. Ich bin auch fertig mit den Aufgaben. Wer macht denn seine Aufgaben dann ganz nicht? Ganz ehrlich, ich habe jetzt mehr als einmal mein Crossing Path gesagt. Also mein Work Path. Und dann erklär mir mal, wie ich da bitte geschafft haben soll, Rosa zu killen. Das macht keinen Sinn. Ich finde dich jetzt gar nicht so super sass. Ich hatte nur das mit dem Admin-Pad-Table vorhin gesagt, aber ich habe sonst auch keine Idee.
Wobei ich Kürbiskind jetzt am wenigsten gesehen habe, aber keine Ahnung, ey. Warum geht jetzt wieder raus? Jens hatte keinen Bock mehr. Nee, mir dauert es zu lang, Digga. Die Runde dauert ewig. Verständlich. Dann skip einfach, damit die Runde schnell geht. Es sind sowieso nicht mehr so viele Tasks. Dann flippt mich und irgendjemand von mir aus. Keine Ahnung. Lol. Jetzt skip bei 6 Personen. Wer? Selbst hast du den Posten ja in die langweilige Runde. Ich hab die ganze Zeit von Runde 1 gesagt, ich hab ja noch nicht gemacht. Sie hat mich die ganzen Kills hab ich gemacht. Wallah? Warum hört mich denn? Also ich habe gerade an Lifeline gesehen, dass Rot tot ist. In Storch lag ein Punkt und habe ich gedacht, guck mal nach und dann liegt er. Wo war er? Also in Storch liegt er. Also muss wahrscheinlich ganz am Anfang passiert sein, weil er wahrscheinlich, also ich bin zumindest mit Aschentanz komplett durch Specimen durch. Also der scheint es nicht gewesen zu sein. Ich kann schon mal oder sie, Entschuldigung. Ich kann für den Kill schon mal Lycos prüfen, denn wir waren gerade echt ganze Zeit zusammen. Milane ist schon. Captain hat Dropship geschlagen. Dann sind wir später los. Ich hatte was getrunken und das ist sehr lange. Hast du dich schon wieder verschluckt? Ja. Nee, ohne Scheiß jetzt? Ja. Das ist nicht ja, wo ist der Rest? Ich kann Gabe auch proven. Gabe ist auch mit mir um Captain getanzt und dann ist er irgendwann abgehauen. Ja, genau. Aber auch Richtung nach unten, ne? Das war Storage in der Nähe. Ich habe irgendwann Braun, glaube ich, noch, weil ich habe einen Caps Lock Namen gesehen gehabt, als wir in dem Quarantäne Ding waren bei Medbay. Der stand auch vor der Tür, als wir schon runter sind. Okay. Bin im Office. Und wo ist der Izzy? Ich bin hier gerade unten in diesem Gang vom Specimen Room. Leute, da bin ich lost. Wo ist Medbay? Sie meint Lab, oder? Ja. Oh. Du meinst Lab, oder? Oben rechts? Wenn es nicht Medbay heißt, sondern Lab, dann heißt ja, Lab. In Decon dann, oder wie? Mit Quarantäne meinst du Decon? Die Dusche? Ja, ich war mit Elaine drin. Ich habe den Namen dann oben aufblinken sehen und bin nochmal kurz hoch und habe dann gesehen, dass es so ein Caps Lock Name ist. Ach so, okay.
Also Arne Nautis, okay. Ja, also ich meine, theoretisch muss der Kill halt ganz am Anfang wahrscheinlich passiert sein, Storage, ne? Also gehe ich mal von aus. Hatte nicht eben jemand an Lifelines erst frisch? Nee, also wir sind hoch und da war er schon tot an Lifelines, als Aschentanz und ich sozusagen aus Specimen rauskam. Dann bin ich an Admin-Table, hab geguckt, wo die Punkte sind, hab gesehen, da ist einer ins Deutsche und bin losgelaufen, weil ich gedacht habe, da steht keiner ewig rum. Also war das die Leiche. Das ist hier wohl ein Ding. Ja. Chris, wo warst du eigentlich? Nochmal? Ich weiß auch nicht, wo ich war. Ja. Ich war mit Blau unterwegs. Wohin? Nach Dropship. Camps. Ich war eigentlich überwiegend auf der linken Seite. Da habe ich auch meine zwei Wasserräder-Tasks gemacht. Also du warst, ich habe dich nur oben links kurz gesehen. Dann mich runter. Ja, du warst auch in den Camps. Dann müsstest du mich eigentlich unten bei den Wasserrädern gesehen haben. Ich war nicht an den Camps. Ich bin runtergelaufen. Hä, wer war denn mal in den Camps? Wer hat mich gebracht? Ich war ab und zu bei den Camps. Hast du mich gesehen? Ja, das eine oder andere Mal. Ja, moin. Okay, grün liegt in O2 neben. Ne, das war neben der Wiretask, ne? Das war die Wiretask, ja. Ja. Also, da kam ich. Da war ich vorhin und hab Milane noch gesehen. Ja, Chris kam von unten, also das weiß ich auch noch. Und wir sind alle raus zum Comms fixen. Weiß jemand, wie lange die tot ist? Weil ich sonst war es echt wieder. Keine Ahnung, aber. Milane ist doch mit uns gerade in O2 reingekommen. Oder ja, ich bin gerade wieder zurück, aber wir waren ja alle schon Comms fixen. Warum bist du denn da zurück hin? Weil ich ja noch nicht fertig war. Also ich bin nur wegen Comms fixen weggegangen, weil ich konnte ja nicht weitermachen, wenn die Comms aus sind. Natürlich. Logischerweise. Du bist ja auch hinter mir hergelaus aus Comms, aus O2 raus, als du kommst. Ja, ich habe unten meine Räder fertig gemacht und sie kam mir straight von O2 entgegen. Dann ist sie zu Comms gerannt, allerdings wollte sie erst vorbeirennen. Und dann hat sie gemerkt, dass ich sie verfolge, dann ist sie so rückgerannt, wollte Comms auffixen und dann läuft sie anscheinend jetzt mit euch allen in O2 rein, wo die Leiche liegt. Das macht mir Ich war eben zuerst in O2, glaube ich, sogar drin. Ich habe Kabel gemacht, dann kamst du und ich bin in O2 rein, als du, glaube ich, noch mit den Kabeln beschäftigt. Genau, ich war ja auch da oben. Dann bin ich auch nach oben gelaufen. Genau, aber ich bin halt nach unten. Ich habe halt nur Chris gesehen, habe geguckt, was Chris da macht und dann waren die Comms halt aus. Da habe ich gedacht, ich laufe halt Richtung Comms, weil ich meinen Inventar kann ich eh nicht machen. So, jetzt habe ich mich aber nicht in den Stack reingestellt, weil ich dachte, da gibt es bestimmt gleich einen Stack-Kill. Habe mir das von außen angeguckt. Da standen Captain, glaube ich, Lycos und noch zwei. Ich bin Richtung hochgelaufen, weil ich denke mir immer, wenn ich zu sowas hinlaufe, sterbe ich. Also bin ich lieber hoch, weil ich oben noch meine Reagenzien habe, die ich abholen muss. Ich war outside electrical. Warte, ich habe noch eine Frage gerade an Lila. Du hast die Task gemacht und dann hast du sie unterbrochen, weil Communications anging oder was? Nein, meine Task war ja fertig. Ich habe dieses mit den Bändern habe ich fertig gemacht. Und dann bin ich halt sozusagen, habe ich dich gesehen, ich wollte halt rüberlaufen. Ich wollte zu diesen Gasflaschen. So. Aber die konnte ich ja dann nicht, die Comms sind ja aus gewesen. Also habe ich umgedreht und bin Richtung Comms gelaufen. Da bist du mir von unten aus diesen Wasserrädern-Dingern entgegengelaufen. Ja, und davor habe ich in, bevor ich nach Dings rein bin, habe ich in Comms diesen Regler geschoben. Ja, kann ja sein, aber trotzdem, du musst wissen, wenn Comms sabotiert sind, kannst du trotzdem deine Task weitermachen. Du siehst nur ja, meine Task war ja auch fertig. Also, ich wollte zu der nächsten Task laufen und dann ist Comms ausgegangen. Achso, okay. Also, ich habe es halt erstmal nicht gecheckt, dass die Comms aus sind, aber dachte mir halt, oben in den Labs habe ich eh noch meine Safe. Ja. Von der ich noch wusste, dass es die gibt.
Schwarz. Da hat den jemand frech gekillt, während ich Simon Says gemacht habe. Wo war das jetzt? In Spezi. Spezimen. Hm. Also ich war jetzt gerade am Comsfix-Dingsbums da gewesen. Also ich war mit Lycos in Spezimen. Ich habe mich an Simon Says gemacht, weil ich diese Task machen muss. Und ich diese Task hasse. Und als ich kurz rausgetappt bin, um zu schauen, ob er noch da war, lag der tot neben mir. Also ich hab Tom gesehen, aber ich glaube, der kam aus Richtung Med-Scan. Ich kam aus aus diesem Scan. Und ich mein, du standest halt da, du hättest halt von unten hochgelaufen sein können. Ich habe die Kabel gemacht, da müsste mich auch Daniel noch gesehen haben. Und bin dann oben lang raus. Und hoch ins Lab und hatte aber immer noch keine Lust, zu Goms zu laufen. Und wo kam Daniel her? Das war noch ganz am Anfang. Daniel stand da noch, als wir mit dem Table waren, weil da hatte ich direkt noch meine Kabel. Ja gut, aber wer war denn jetzt noch? War noch irgendjemand in Labs oder ein Admin, der irgendwie sagen kann, ob da einer rausgekommen ist oder reingegangen ist? Nee, ich war mit Chris, aber... Was? Bei Gelb. Dazu hatte ich auch eine Frage. Nee, was hast du für eine Task da gemacht? Ich? Ja. Ich hab schon dieses Schiff-Lenkrad da bewegt, damit Wasser hochkommt. Mhm. Und hast du das davor die Runde auch schon gemacht? Nee. Ja, dann bist du der Imposter. Nee. Das kann ich nicht. Oder ich weiß nicht, ich spiele die Map jetzt noch nicht so lang, aber ich glaube, man muss Moment. Links die zwei also, machen und dann muss man das bei Admin genau machen. Genau, du musst ja, erst die No-Two machen und er war noch nicht in No-Two. Ne, hat es nicht gemacht vor. Wenn ich das gewesen wäre, hätte ich schon Gelb schon lange umgebracht. Aber ich war nee, ja, aber du musst... Ich habe mitgezählt. Ja, also theoretisch musst du die in No-Two zuerst machen, bevor du das an Dings machen kannst, eigentlich an Office, das Wasserrad. Nee, Wasserräder kannst du alle machen, egal welche Reihenfolge. Nee. Doch, das geht. Also das neben Office taucht bei mir immer erst später auf. Nee, du kannst... Du musst nicht zuerst in O2 machen. Du musst nicht zuerst in O2 machen. Nee. Also ich konnte das letztens auch als erstes machen. Wo ich noch vorher aufs Polos gespielt hat. Als erstes. Zuerst die Rechten, dann die anderen. Warst du auch da im Post, oder was? Nein, ich war schon mal. War. Ja, muss ja nichts heißen. Ich würde sagen, wir behalten einfach ein Auge und wo ist.
Boah, Alter, Junge. Das war's. Wie viele Kills hast du gemacht? Einen.